So, und schon geht es weiter mit Sonic Heroes. Ich habe ja da aufgehört, wo ich angefangen habe und wo ich aufgehört habe und wieder angefangen habe mit Team Sonic, meine ich natürlich. Wovon sollte ich sonst auch anderes reden, nicht? Und wir gehen in die wohl letzte, na, vorletzte Stage ist das, und das ist Egg Fleet. Das Eggman Flaggschiff. Was auch ganz groß und... Ja. Okay. Das ist cool, wenn er das sagt. Das habe ich ja letztens schon gesehen, bevor ich die Aufnahme unterbrochen habe, und fand schon awesome. Ja, besser nicht fallen, richtig. Ist aber eine meiner Lieblingsstages, weil die ist einfach cool. Ist nicht einfach, aber einfach cool. Oh Gott. Kabaui Boom. Ah, da haben wir ja noch was. Das will ich haben. Level up! Alter, was geht mit dir? Level up! Ich habe keine Ringe, das ist nicht gut. Woo! Ba-ba. Okay, schon hier, Kanone. Bah! Tot. Oh. Ja, toll. Nie wieder. Nie wieder diesen verfickten Dash. Nie wieder. Und ich wiederhole mich gerne nochmal. Nie wieder. Nehmen wir mal einen anderen Weg. Wow. Ich habe gesagt, nie wieder. Sonic, hör auf damit. Mach diesen verfluchten Move. Nie wieder. Mach ihn nie wieder. Klar? Nie wieder. Wieso mach ich das eigentlich mit Sonic, ey? Knuckles ist hier der, der alles kaputt ballert. Knuckles, hallo, wo? Ey, wo will der hin? Dieser dumme Kopf, ey. So. Ich bin immer noch total aufgedreht und besser gesagt aggressiv von dieser, von diesen mal wieder ganz tollen Kommentaren, die ich bei Ratchet & Clank 3 zu hören bekomme. Wie scheiße das ja alles ist und so. Ich meine, hallo, ich habe da langsam die Schnauze voll von. Entweder das hört jetzt mal langsam auf und ihr haltet die Schnauze, wenn es euch nicht gefällt, oder ich lösche den Kram. Dann ist Ratchet & Clank Pizzicato. Ich habe nämlich bald die Schnauze voll, das immer wieder zu lesen. Mittlerweile weiß ich nämlich, wenn ich welchen Kommentar bekomme von Ratchet & Clank 3, dann weiß ich, dass es was Schlechtes ist, weil es ja anscheinend niemandem gefällt. Dann wird es auch niemanden vermissen, richtig? Also jetzt nur mal so gesagt, es kotzt mich langsam wirklich an, in dem Let's Play da immer wieder nur Schlechtes zu hören. Und wenn das nicht mal bald aufhört, dann gibt es das Play nicht mehr. Das ist mir dann sowas von egal, weil dann merke ich, es gefällt euch nicht, dann lösche ich es. Dann haben wir es doch. Also... Fertig. Ist eure Entscheidung. Das liegt bei euch, nicht bei mir. Ich habe nur langsam keinen Nerv mehr drauf, immer wieder zu hören, das ist voll scheiße. Das ist voll doof. Ich finde Fußball mit doof. Ich finde das immer doof. Ich finde alles doof. Ich finde Leben doof. Ich finde alles einfach nur doof. Ich finde meinen Kopf doof. Ich finde alles doof und dich auch. So, ich hasse sowas, also wirklich. Ich bin deswegen jetzt total aufgeregt, weil mich dieser Pisskopf, ich habe keinen Plan mehr, wie er hieß, es ist mir auch egal, weil ich solche Bastarde eigentlich nur noch blocke. Einfach nur, ich hasse solche Leute. Und ich habe da langsam wirklich die Schnauze voll von. Langsam, Ratchet & Clank, ich habe mir das wirklich nur als Projekt ausgedacht, weil ich dachte, das wäre lustig. Aber langsam sehe ich da keinen Spaß mehr drin, dass da... noch immer in, als Videos zu haben, weil es anscheinend ja niemandem gefällt und immer noch schlecht gemacht wird. Tut mir leid, wenn ich mich jetzt so darüber aufrege, aber ich bin nun mal jetzt gerade voll aggressiv deswegen. Ich bin deswegen gerade extremst aggressiv.
Ich versuche diese Bastarde echt zu ignorieren, aber wirklich, wenn die damit weitermachen, dann lösche ich den Scheiß. Dann habe ich endlich auch meine Ruhe. Dann kann ich wieder mich meinen jetzigen Let's Plays widmen und dann können die endlich aufhören zu heulen. Meine Fresse, ich meine, hallo. Es riecht mich auf, es tut mir jetzt leid, dass ich mich jetzt so darüber aufrege, aber wenn ich was sehe, was mir nicht gefällt, dann gucke ich es nicht. Dann schalte ich weg und gucke es nicht. Also, wie beschränkt kann man denn eigentlich im Kopf sein? Mal ernsthaft. Ja, Rocket, nein, den Angriff will ich nicht knacken. Oh, Mann. Nochmal, sorry, ich reg mich jetzt zu sehr auf, deswegen. Mich pisst es einfach an, wenn Leute ihr dummes Maul nicht halten können, wenn sie meinen, das ist einfach nur Scheiße. Mann! So, gehen wir mal wieder zum Thema zurück. Ich habe mich jetzt, glaube ich, genug aufgeregt. Wenn mich diese Wichser einfach nur noch anpissen. Ich muss jetzt irgendwie auf ein anderes Thema kommen. Meine Fresse. Es regt einfach nur auf. Ich meine, ihr müsst euch das mal angucken. Ich lösche andauernd. Die ganzen Kommis, die ich lösche, sind die aus Ratchet & Clank immer nur. Sonst lösche ich keine Kommis, sonst ist das nie notwendig. Aber das ihr scheint diesen, wie ich es ja damals noch doof genannt habe, Walkthrough, ja so sehr zu verabscheuen, dass ihr immer wieder sagt, das ist scheiße. Kannst du nicht einfach die Klappe halten? Könnt ihr euch einfach mal Eier wachsen lassen und mir das ins Gesicht sagen? Und ich kann einfach durchglitschen, was ganz toll ist, das mache ich auch weiter so. Wenn euch nicht passt, was ich mache, haltet die Schnauze und geht einfach. Meine Fresse. Oh Gott. Ich bin zu sehr aufgeregt deswegen. Tut mir leid. Oh Mann. Das ist ein Kacktag heute. Erste. Ja, Sonic, mach mich weiter stolz. Ich meine, erst habe ich hier in Sonic gewarnt, so eine Kacke erlitten, würde ich mal sagen. Musste ich diese eine Stage nochmal machen. Bäh. So ein Kotzkram. Ich hasse es, wenn ich Sachen neu machen muss. Auf jeden Fall. Und dann kommt so ein Fortune-Ficker mal wieder. So ein Kuchenfanatiker. Nee. Wahrscheinlich hören solche Leute auch noch Tokyo Hotel oder sowas. So. Gut. Jetzt versuche ich wieder auf ein anderes Thema zu kommen. Auf eins, was Sonic Heroes betrifft. Ja, ich rede jetzt hier schon. Ich glaube, diese Kampfflotte hier macht mich auch teilweise aggressiv. Who knows? Hui! Oh, Mann. Wäre vielleicht eine Idee gewesen. Okay, lassen wir es. Gehen wir weiter. Einfach weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Ich sehe nichts. Oh, Team Blast. Ja, super, war schon voll. Oh Gott, hier getroffen zu werden, und da ist man tot. So, das ist ja schon unser... Ich weiß nicht, ob es das letzte ist. Ich hoffe, es doch dann. Ja, hier. Jetzt sind alle Level 3, so gefällt mir das doch. Let's go, Sonic! Oh mein Gott. Wieso bin ich im Moment so auf Rage-Mode? Ich glaube, ich dürfte I Wanna Be The Guy jetzt gleich spielen, weil mein Rage-Pegel zu hoch ist. Und weil solches... Ich glaube gerade wirklich, ich dürfte I Wanna Be The Guy im Moment gar nicht spielen, weil ich zu aggressiv im Moment bin. Deswegen tut mir nochmal leid, dass es heute kein I Wanna Be The Guy gibt. Ich lade erst andere Folgen hoch. Vergesst das ganz schnell. Vergesst das. Diese Folgen, die ihr jetzt hier seht, die gibt es erst viel später. So, und jetzt wechseln und bam, bam. Cheetor. Ja, hast du es bald. Junge, du. Nein, kommt mal her. Komm mal her, du machst jetzt. Boah, Forimer Laser.
und ganz tolles Spielzeug und es ist mir egal. Und was zum? Go. Ja. Ach ja, stimmt ja, die Stage endet ja so. Oh, das ist doch sehr nett. Sehr schön, sehr nett. Okay, wir sehen uns in der nächsten Episode von Sonic Heroes wieder. Bis dahin. See ya, Leute.